Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Ja, ich vermute, das hier ist der große Zarov. Und mit dem werden wir jetzt reden. Was für eine lahme Vorstellung. Ob dem das so gefällt, wenn wir ihm das sagen. Was auch immer du hier tust, hör auf damit. Ich hab keine Angst vor dir. Was für eine lahme Vorstellung. Du musst viel lernen. Das Publikum. Es liegt nur. Ach, das ist ja sehr von dir überzeugt, was? Doch, genug Zeit verschwendet. Und nun, meine Damen und Herren, ich verbanne diesen Jungen in das Holz des ersten Baumes. Nein. Tu doch nicht sowas. Ah! Und das, mein sehr verehrtes Publikum, ist Magie. Ist Magie! Ja, lach man. Wer zuletzt lacht. Jerry, kannst du mich hören? Wir haben nicht viel Zeit. Meine Macht ist nicht stark genug, um Zarovs Bannzauber lange zu durchbrechen. Er hat dich in den ersten Baum gebannt. Ich habe versucht, deinen Geist so gut wie möglich vor den Fängen seiner schwarzen Magie zu bewahren. Du musst jetzt stark sein, Jerry. Sieh dich vor. Zarovs Geisternägel haben die Seele des ersten Baumes verdunkelt. In seinem magischen Holz müssten auch andere gefangen sein. Suche sie. Gib dich nicht der Furcht hin, Jerry. Du darfst nicht aufgeben. Darfst nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Aufgeben. Du musst aufgeben. Du musst aufgeben. Aufgeben ist nicht. Wo bin ich? Ich bin wohl eingeschlafen. Der Ups. Junge schlief direkt vor einem Portalbaum ein. Ha! Und so einer will Baumläufer werden. Welch ein Sakrileg. Plato. Oh Gott. Tut mir leid, aber mein Freund Jerry braucht wieder Hilfe. Ich habe keine Zeit für Fremde. Fremde? Aber ich bin doch Jerry. Er glaubt, die Pappfigur bin ich. Und an mich erinnert er sich gar nicht. Okay. Die Pappfigur sieht gruselig aus. Welcher Wicht. Ist das der Frosch? Mag es die Waldesruhe zu stören. Kröte war das, ne? Quakte die Kröte ärgerlich. Sie macht das ganz und gar nicht, wenn man sie weckt. Ja. Da ist ja die riesige Kröte aus unserem Wald. Der kleine dumme Jerry war tatsächlich so beschränkt, eine gigantisch gefährliche Monsterkröte ansprechen zu wollen. Ich sollte sie mal ansprechen. Vielleicht weiß sie ja, wie ich hier rauskomme. Eine sehr gute Idee. Der kleine dumme Jerry ist völlig verwirrt. Creepy. Was ist das hier? Oh Gott. Okay. Kröte ansprechen. Die Kröte atmet ganz schön schwer. Kein Wunder. Sie ist ja ganz zugekleistert mit hässlichen Postern. Ich werde versuchen, die Zettel abzureißen. Ah. Ich hätte schon gedacht, dass sie das nicht so einfach zulassen wird. Okay. Ich werde dich zerquetschen. Oh, sie lässt mich nicht an sich ran. Du hast uns alle ins Unglück gerissen. Uns ausgenutzt. Du willst auf meinem Fahrrad mitfahren? Aber ich muss doch die Post austragen. Jerry war egal, was der Frosch sagte.
denn er war zu faul zum Laufen. Was? Aber so war das doch gar nicht. So schlimm, wie die mit ihm umgehen. Das sind ja riesige Kastanien. Die Dornenbüsche sind im Weg. Der kleine dumme Jerry hatte noch nie so spitze Dornen gesehen. Ihre Spitzigkeit macht dem ohnehin schon feigen Jungen eine Heidenangst. Spitzigkeit? Nein, der Dornenbusch hat so spitze Dornen. Hey! Komm doch hoch und schnapp du dich durchs Gestrüpp. Ha, wusste ich's doch. Verschlappen. Ich dachte ehrlich gesagt erst, das wäre der Teppich aus dem Kinderzimmer. Ich habe das überhaupt nicht als Dorn anerkannt. Ja. Nichts. Da ist wohl nichts. Ja, ist okay. Natürlich habe ich das nicht sogar. Der kleine dumme Jerry hatte noch nie so spitze Dornen gesehen. Natürlich habe ich das nicht so gemeint. Zwei große Felsen. Die natürlich viel zu schwer für Hühnerbrust Jerry waren. Hör mal auf, Mann. Dir zeige ich's. Wie die hier abgehen. Siehste? Mama hatte recht. Die Milch macht's. Oh, süß. Was ist denn das? Das sieht ja aus wie ein Skript. Im Bann des Zarow, erster Akt. Der kleine dumme Jerry? Ich bin doch nicht dumm. Gehasst von allen Waldbewohnern. Nein, das ist nicht wahr. Immer nur am Nerven und Schnorren. Gar nicht. Endlich zertrampelt von der bösen Felsenkröte. Wer schreibt denn sowas Gemeines? Was für eine Heususe. Nichts ist so, wie es scheint. Du musst aufgeben. Die Geisternägel verdunkeln die Seele des ersten Baumes. Gib einfach auf, die Echsen. Zarow. Hurra für Zarow! Ich muss Zarow aufhalten. Genau. Aufgeben ist nicht. Verdammt! Natürlich habe ich das nicht so gemeint. Kann ich hier weiter ran? Anscheinend nicht. Was soll denn das? Du meinst, ich bin ein schlechter Freund, der ich dir meine wohl Nacht schenke? Ach hey. Er macht Licht. Ja. Wie überraschend. Okay, ich glaube, die haben ihn ausgelacht. Ich habe Jerry nicht ausgelacht. Oh Mensch. Er tut mir voll leid. Hallo? Guten Tag, Luminanz Beleuchtungsservice. Wie kann ich Ihnen helfen? Ein guter Freund von mir würde gerne mal wieder im Rampenlicht stehen. Wer ist denn der Glückliche? Eine große Kröte. Hier auf der Bühne. Sehr schön. Ich sehe eine wirklich gewaltige Aufgabe, den Herrn ganz auszuleuchten. Einmal Rampenlicht Deluxe. Komm sofort. Natürlich habe ich das nicht so gemeint. Na, komme ich denn jetzt vielleicht an ihn ran? Oh, die sitzen aber fest. Nimm deine Hände von Aber jetzt ist das Licht ja wieder aus. Mensch. Die sitzen zu fest. Ich muss mir was anderes überlegen. Ja. Ein Wunder, dass die Kröte überhaupt atmen kann, mit den Zetteln an den Nasenlöchern. Die Poster sind echt grässlich. Sagte der dumme Junge, der sein Weltraum-Oktopus-Bild aus der ersten Klasse für ganz große Kunst. Hey, ich habe eine 4- darauf bekommen. Oh Mann. Oh.
keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ups. Ich glaube, ich probiere mich einfach mal aus. Ah ja, ist ja gut. Sie lässt mich nicht an sich ran. Er hat uns alle ins Verderben geführt. Hallo? Hallo, junger Mann. Das Übliche wieder. Ja, bitte. Einmal Rampenlicht Deluxe. Komm sofort. Rampenlicht Deluxe. Finde ich voll cool. Aber das geht doch viel zu schnell. Wie soll denn das gehen? Sie lässt mich nicht an nee, sich ran. Nee, ich weiß. Ich nehme mal an, dass das Licht... Ich bin ein schlechter Freund, wenn ich dir meinen Rat nicht schenke. Nein, denke ich nicht. Alles gut, beruhig dich. Was soll ich jetzt sagen? Dass das Licht ihn blendet und ich dann vielleicht besser an ihn ran kann. Mensch, ich bin ein schlechter Freund. Ah, bist du nicht. Mensch, jetzt krieg dich ein. Heul nicht rum. So. Ernsthaft. Ist doch alles gut, Mensch. Du meinst, ich bin ein schlechter Freund, wenn ich dir meinen Rat nicht schenke? Der hat einen Hänger. Gut. Du meinst, ich bin ein schlechter Freund, wenn ich dir meine Rat nicht schenke? Auf diese Seite werde ich wohl kaum hinkommen. Das ist doch... Jerry ignorierte den unscheinbaren und völlig unwichtigen Nagel. Der böse Geisternagel, von dem der alte Magier sprach. Die Felsenkröte ist im Weg. Ich muss mir was einfallen lassen. Ja. Das ist mir klar, Jerry. Du meinst, ich bin ein schlechter Freund, wenn ich dir meinen Rat nicht schenke? Wie demütigend hier, ey. Wie schlimm. Natürlich habe ich das nicht so gemeint. Verflucht, wie mache ich denn das hier mit dem Licht? Nein, warte mal. Warte. Natürlich habe ich das nicht so gemacht. Ja, oh, quatsch doch nicht alle hier durcheinander. Also warf er sie einfach zum Fenster raus. Oh, ich habe jetzt nichts mitgekriegt. Er hat uns alle ins Verderben geführt. Der Zaroff, ne? Ja, Mistkerl. Das sag ich dir. Du meinst, ich bin ein schlechter Freund, wenn ich dir meinen Rat nicht schenke? Ja. Genau das denke ich. Bist du jetzt glücklich? Ach, Leute, ich habe keinen Plan. Natürlich habe ich das nicht so gemeint. Okay. Natürlich habe ich das nicht so gemeint. Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen rumprobieren. Plato geht mir gerade ein bisschen auf den Keks, ehrlich gesagt. Hallo? Hallo, junger Mann. Ja. Das übliche wieder. Ja, bitte. Ja, bitte. Einmal Rampenlicht Deluxe. Komm sofort. Rampenlicht Deluxe, das ist so cool. Egal, ich probiere. Ah, nein. Das darf nicht. Das muss ein bisschen schneller gehen. Oh oh. Die Kastanien sind hier ganz schön tief in die Nasenlöcher gerutscht. Nimm deine Hände von mir, Mensch. Ich. Auf was? Mein Geist klärt sich. Das ist gut. Ich war bereit, dich zu zerquetschen. Doch der Bann, der meinen Geist verwirrte, ist nun gebrochen. Oh, jetzt sind auch die Dornen weg.
euch das nicht gut genug? Wir sind ja noch nicht ganz durch hier. Das ist doch... Jerry ignorierte den... Der böse Geisternagel, von dem der... Das bringt nichts. Ja? Was? Was bringt nichts? Wie, das bringt nichts? Was ist los? Jetzt kannst du das nicht nehmen? Dann spreche ich mit Plato. Plato, ist alles in Ordnung? Tut mir leid, aber mein Freund Jerry braucht wieder Hilfe. Ich habe keine Zeit für Fremde. Fremde? Aber ich bin doch Jerry. Jerry war egal, was der Frosch sagte. Was sagst du, Jerry? Du willst mein Fahrrad ausleihen? Aber ich muss doch die Post... Ja. Jerry war egal, was der Frosch sagte. Ja. Er glaubt, die Pappfigur bin ich. Und an mich erinnert er sich... Die Frage, was stelle ich jetzt damit an? Jerry? Wo warst du denn? Ach. Wo ich war? Zuletzt waren wir drei in dem dunklen Tunnel. Und dann... Hauptsache ist, dass es dir gut geht. Das wollte ich auch gerade sagen. Freundschaft entfernt den Nagel? Das glaubt doch keiner. Der tollpatschige Kröterich ist leider kürzlich mit seinem Fahrrad verunglückt. Oh, die Musik. Ach ja, er brach sich alle Froschschenkel an einer Eiche, als er einen nutzlosen Brief für einen gewissen Jerry Haselnuss ausliefern musste. Miesmistiger Mückenlehrer! Hey, das ist doch verknollte Kartoffelnasenrotze. Vielleicht kann der mir ja helfen. Okay. Offensichtlich müssen wir das mit allen Portalbäumen machen. Wie mich das freut. Ein vierblättriges Kleeblatt. Es ist fest auf den Boden genagelt. Keine Chance, es rauszureißen. Fass mein Kleeblatt nicht an, du! Heckes Peter! Auf den Boden genagelt? Ja, und? Naja, gut, ich hinterfrage das jetzt auch nicht. Da baumeln Sandsäcke. Ein der Kampf! Das erinnert mich an den berühmten irischen Trollboxer Rondo McWash. Stark wie 10 Bullenmann. Der hatte auch immer Sandsäcke bei sich an der Dicke zum Training. Doch da war kein Sand drin. Ach ja? Was dann? 12-jährige Oh. Wald finden. Schrecklich. Im Bann des Zarow, 2. Akt. Mal sehen. Jerry nimmt ohne zu zögern das Gold vom Kobold an und beendet dafür seinen aussichtslosen Kampf. Und hört auf zu leben? Aha. Na dann. Wie war denn die Wahl, was? Oh, das ist ja Baum im Sandsäcke. Ah, okay. Wieder so ein merkwürdiger Nagel. Der diesmal wirklich völlig harmlos und unwichtig für die Geschichte war. Ach ja? Na klar. Ach ja? Ich komme sowieso nicht dran. Wie kann ich das hin, dass du da rankommst? Ah, okay. Jetzt habe ich den eingesammelt. Kann ich das hin mit Ah, warte doch. Nichts. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Hätte sein können.
Oh, die Musik. Leute. Ey, das ist übel. Ich mag das Lied ja eigentlich. Ah, da ist auch noch was. Was ich mir noch nicht angesehen habe. Halt, warte, warte. Das ist in Landschaft, okay. Komisch. Da ist ja ein Riss im Hügel. Der dünne Junge fühlte, wie er langsam verrückt wurde. Die Realität selbst schien in die Brüche zu gehen. Da ist auch was dahinter. Mit den Händen kann ich das nicht weiter aufreißen. Machst du es einem auch nicht einfach, Jerry? Geht das damit? Okay, damit müsste es gehen. Warte, Jerry. Ja? Willst du wirklich wissen, wie tief der Hasenbau reicht? Wie bitte? Du wirst ein schreckliches Geheimnis entdecken. Na gut. Gut. Okay. Hebel, das ist alles? Jerry war zu Tode betrübt von Enttäuschung. Oh, das ist ja so gemein. Und was genau ist jetzt gerade passiert? Aha. Aha. Okay, gut. Also ich kann den Hebel verstellen. Geblendet vom wahnsinnigen Glitzern des Goldes, entscheidet sich Jerrys Gehirn spontan zu explodieren. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Gleich. Einen Moment noch. Hauptsache, du hast es bald. Schon Kopfschmerzen? Ein wenig, ja. Ha, ich mach dann mal weiter. Die Kopfschmerzen kommen wohl eher von seinem Geschnacke. Ach, Sunset, du kannst ja nichts damit machen. Ich weiß nur nicht was. Ich weiß einfach nicht was. Ich hab noch die Glocke von Kitsune, aber ich vermute mal, dass ich die hier nicht brauche. Ich denke auch, dass sie uns noch begegnen wird. Ich bin ein wenig ratlos. Nichts. Okay. Schade. Nichts. Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Ist mir egal. Ich klicke jetzt einfach durch, weil ich habe keine Ahnung mehr, grün wird so schwach sind. Da ist wohl nichts, was wachsen nee, will. Nee, da ist auch nichts zum Wachsen. Achso, das geht überhaupt nicht. Tja. Ich stehe gewaltig auf dem Schlauch. Ja, ist schon klar, ne? Wohl kein Turm zum... Nein. Oh Mensch, ey. Aber ich bin verzweifelt. Und deswegen mache ich jetzt einfach... Das sind keine Sterne an dir. Nee, das weiß ich doch nicht. Das weiß ich doch. Und du willst ja auch nie was, weißt du? Das klappt so nicht. Ah! Hier, da. Was soll ich eigentlich mit dem Poster machen? Oh, Leute. Nichts. Schade. Hab ich irgendwas übersehen? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, hier wird kein... Wird es auch nicht. Greenbooks ging nicht. Felsflüstern ist Schwachsinn. Kein Plan. Da ist der Mario. Ach, da ist noch ein Knopf. Okay, den habe ich nicht gesehen.
Gut. So was hätte ich von einem Schafsknüppler wie dir nicht erwartet. In der Tat. Oh. Niemand hatte Jerry so viel bösartig. Ja, ja, bla bla. Ja, ist gut. Aber lass doch mal den Jerry in Ruhe. Fliegen mit einer Klappe. Hätte sein mörderischer Plan funktioniert, säße er das gesamte Gold. Ich will das Gold ja gar nicht. Der logisch überlegene Zylinder des Kobolds wäre nur noch Geschichte. Dieser Schlauch! Zum Glück war ich auf der... Ja, okay, aber ich glaube... Ich stell mal den Hebel. Das probiere ich jetzt einfach irgendwie aus. Ja, das sieht ganz so aus. Den viel schöneren Zylinder des Armen. Mörderische Falle, voll übertrieben. Er lebt ja noch. Ich will doch nur den Zettel wegmachen. Ach, egal. Ja, ich glaube, mit dem brauchst du nicht zu reden. Es gibt einfach manchmal Leute, mit denen kann man nicht reden. Mein armes Gold! Mein Gold! Verdammt! Bei allen verrotteten Rotznasen, aller heulenden Küssen, Banshees! Das ist doch... Jerry, der junge Klempner! Es scheint, als hättest du mich aus meinem Wahn befreit, mein Jung! Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet! Na, den also! Den muss ich in ein Schaf verwandeln, um diesem Irrsinn ein Ende zu setzen! Doch, 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 doch! Ich freue mich. Okay, mein Junge, ein O'Donnell ist niemandem gern was schuldig. Dieser Wunsch geht aufs Haus. Dankeschön. Ach, wie süß. Nebelschwarm. Danke, Mr. O'Donnell. Der Bann über mich ist gebrochen. Ich kehre heim. Ein O'Donnell ist für die Freiheit geboren. Merk dir das, du hässlicher Muschel. Gut, das hätten wir auch. Oh, dann bin ich diese Musik auch endlich los. Hoffentlich. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das Land der Vulkane, scharfen Schwerter und menschenfressenden Fuchsgeister. Was für ein schöner Ort zum Scheitern, dachte sich Jerry. Gib endlich auf, du Armleuchter! Hey! Ich bin ein Fuchs, ich schwöre es. Kitsune! Du bist gefangen im Körper eines Menschen. Keine Maske kann das verbergen, Kitsune. Aber... Menschen und Füchse können niemals Freunde sein. Aber wenn ein Mensch einen Fuchs akzeptiert, wie er ist, zählt das nichts? Auch wenn das wirklich so wäre, warum verwandelst du dich nicht zurück? Ich hab's probiert, mich zurückzuverwandeln. Es klappt einfach nicht. Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde deine Ohren schützen vor den Verwirrungen durch die Menschen. Bitte hilf mir. Ich werde dich vom Menschsein heilen. Oder
dich als Mensch verschlingen. Kitsune. Okay. Kitsune scheint nicht ganz so verwirrt zu sein wie die anderen. Offensichtlich ist sie, ich weiß nicht, ein wenig stärker. Das machen wir aber erst im nächsten Part. Ich finde, wir kommen eigentlich ganz gut voran. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.